sehr schön, sehr deckend, ein heller Ton. Damit ihr wisst, was ich meine, ich nehme jetzt einfach trockene Zellette, schmier mich komplett voll. Nichts anderes habe ich erwartet. Oh. So, und dann ist er wieder sauber. So, und nehme jetzt einmal Sensitive. Schöner Farbton. Ich habe immer wieder Kunden, die suchen ein helles Rosa, soll aber nicht so Schweinchenrosa aussehen. Ich finde das unheimlich schwierig. Und also der ist jetzt nicht ganz so rosa. Er geht schon fast ein bisschen ins Lachs rein, aber nur ganz leicht. Dauert jetzt natürlich noch länger, als ob das Video nicht schon lang genug wäre. Aber naja, so ist das halt. So, dann nehmen wir jetzt einmal das Handwritten. Ich nehme jetzt auch einfach für die 4 den einen Tipp und fertig. Und dann geht es eigentlich auf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann geht auch der Rest ein bisschen schneller. So ein bisschen dieses Handwritten, Whiten, nee. Handwritten eigentlich, naja, wie man es auch immer ausspricht. Erinnert mich ein bisschen an so einen leichten Taubton. Aber ein bisschen heller, nicht ganz so. Warte mal. Schon genommen. Erstmal den Pinsel sauber. Dann wischen wir das einmal ab. Hier sieht man es auch gut. Also alles in allem sehr schöne deckende Farben auf jeden Fall. Ich muss zugeben, ich bestelle ganz selten dort. Wenn, wie man sieht, schlage ich halt auch zu. Ich habe eigentlich so meine Firma, mit der ich arbeite. Aber ich wollte auch, gerade weil ich jetzt die Schulung nochmal gemacht habe, also ich habe ja die Schulung mit den Press-on-Nails gemacht. Und ja, ich wollte schon teilweise ein bisschen Produkte von dort, finde ich einfacher bei einer Schulung. Hier. Bella ist, denke ich mal, ein Favorit für die Kunden, die wirklich rosa wollen, aber nicht ganz so quietschig. Ich denke, dafür ist es perfekt. Ja, ich finde es einfach. Man braucht ab und zu mal eine Abwechslung, finde ich. Ganz einfach. Ich mag meine Firma, die ich benutze, total gerne. Die haben super Produkte. Wahnsinnig tolle Preise, muss ich wirklich sagen. Handelt sich übrigens um Magno Nails. Da ja hier eh, da ich das ja alles selber gekauft habe, ist ja eh keine Werbung. Ich möchte euch das ja nur zeigen. Und ja, manchmal sucht man aber mal einen anderen Ton. Ich hatte zum Beispiel im Shop von Lini Nails mal nebenbei das Starlight gesehen. Das habe ich auf Nägeln gesehen. Dachte, musste haben. War natürlich ausverkauft. Hatte ich von meiner Firma zwei Blautöne, wo jetzt, naja, man sieht es halt nur im Internet, wo ich dachte, die sind ähnlich, habe ich bestellt. Habe auch eins drauf gemacht gehabt, das hatte ich bei dem Magnet gemacht. Und tolle Farbe, aber nicht das, was ich eigentlich wollte. Das muss man halt Lini lassen, sie hat Farben, die kriegst du nirgendwo anders.
Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie sie es macht. Es gibt ja jetzt nicht tausend Hersteller in Deutschland. Aber sie macht es. Und deswegen muss man auch mal woanders bestellen. So, achso, jetzt kommt Hula Hoop. Das sind jetzt so ein paar Kracher für den Sommer. Nicht so hell. Also sieht jetzt hier im Bild doch ziemlich dunkel aus. So dunkel ist es eigentlich gar nicht. Es ist doch ein bisschen heller. Aber nicht so hell wie das Schokopastellblau. Definitiv kräftiger, aber naja, da ist schwierig zu sagen, ne? Farben einzufangen, dann ist ja eh jeder Bildschirm sieht ein bisschen anders aus. So, jetzt kommen hier Fluffy und Honolulu sieht jetzt hier im Bild ziemlich gleich aus. Ich stelle sie aber mal nebeneinander und dann sieht. Das war wieder mal ein ganz großes Kino. Ich mach das mal ein bisschen weg hier. Hat mich natürlich auch richtig schön eingemehrt. Und auch den Tegel müssen wir sauber machen. Ich könnte ja mal den Pinsel aus der Hand legen, ne? Weil sonst kriegt es mir nämlich wirklich raus, es geht. Und das möchte ich nicht. Ich möchte diese Farbe bestimmt nicht wegschmeißen. Denn die ist so schön. Also, Honolulu. Ich drehe es aber jetzt wieder rum. Nicht, dass mir das jetzt hier rausläuft oder so. Großer Unterschied. Es sieht fast ein bisschen mintig aus. Und das ist wirklich ein richtiges, kräftiges Türkis. Also ich weiß nicht so, ich muss noch mal das Licht ausmachen. Ich finde, jetzt muss ich aber das wieder ein bisschen ranholen. Mal gucken. Ich trage es mal auf und dann schaue ich mal, ob das mit dem Licht vielleicht so besser klappt. Oh, da war ein bisschen rosa drin, aber auch das hat das Gel ohne Probleme überdeckt. Also ist ein bisschen mintiger. Hier sieht es jetzt sehr blau aus. Definitiv mintiger. Ich will mal gucken, hier, das ist so ein Teil. Das ist sehr ähnlich. Also hier zeigt es die Farbe eigentlich ganz schön an. Das ist sehr, sehr ähnlich. Aber hier sieht der Tipp viel blauer aus. Also eigentlich ist die Farbe eher so. Ja, Kamera. Kamera möchte die Farben nicht richtig mit euch teilen. Das war viel zu viel. Viel zu viel. Da kann ich ganz wieder mitmachen. Ja, deckend sind die echt alle. Auch hier wesentlich mehr Grünanteil. Das erinnert sehr an Look at Me. Ach nee, Look at Me sogar noch dunkler. Okay. Und Game of Stones. An was das erinnert, brauche ich glaube ich nicht sagen. Ich habe es selber nie geguckt, aber trotzdem weiß ich, welche Anspielung das ist. Oh, jetzt. Kennt ihr das? Ihr habt den Pinsel nicht sauber gemacht, geht ins Gel und das stellt ihr dann fest. Ganz toll. Einzigste Möglichkeit, abwischen. Ich meine, bei dem, wenn ich es jetzt unterschmieren würde, wäre es wahrscheinlich eh nicht aufgefallen, weil die so deckend sind, aber macht das am besten einmal raus. Ist zwar ärgerlich. Viel ärgerlicher ist es, wenn ihr irgendwann Farbe auftragt und habt mittendrin eine andere drinne. So, zweiter Versuch. Also, Pinsel sauber machen. Ich zeige euch heute aber auch wirklich, wie es nicht funktioniert.
gut, dass das deckend ist. War mir klar, ein schöner Steinton, schönes Grau, mittleres Grau würde ich sagen. Wirklich Anthrazit ist es nicht. So, jetzt kommen wir. Wir machen erst hier die 2 Nude Glow und Sparkle Nude. Auch die zwei sind sich ähnlich. Sparkle Nude, bisschen brauner. Nude Glow, bisschen rosaner. Der Schimmer da drin ist aber sehr ähnlich. Hier links sieht man es gerade sehr gut in dem Braun. Gucken, ob man das jetzt hier auch einfangen kann. Hier jetzt konnte man das leicht. Jetzt kann man es erkennen. Hier sieht man es schön. Ja, jetzt habe ich die, glaube ich, getauscht, ne? Das finde ich echt doof, dass das hier nicht drauf steht. Also die Nummer. Aber ich muss, glaube ich, nachher das Video nochmal anschauen. Das war jetzt echt. Also halt geht da echt alles schief. Also, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was hier wohin gehört. Eins ist auf jeden Fall braun, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches es war. Also, bitte. Wenn ihr das genau wissen wollt, spult nochmal kurz zurück und guckt, ob die wirklich so standen. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht anhalten und nochmal nachschauen, weil dann muss ich das Video dann wieder zusammenschneiden. So möchte ich es gerne an einem Stück haben und einfach hochladen. So, nicht wundern übrigens, dass ich jetzt den Pinsel nicht gewechselt habe. Es wird eh mein Glitzerpinsel, deswegen ich übernehme den jetzt sozusagen. Also man sieht das wirklich ganz leicht hier. Wirklich ein ganz zarter Schimmer. Hier ist der Schimmer doch wesentlich mehr. So, kurz ruhen lassen und dann legen Sie auch die Streifen. Ja, hier fängt man sofort ein. So, ja. Mal schauen, ob die richtig sind. Gut, dass ich ein Video gemacht habe. So, jetzt würde ich sagen, widmen wir uns diesen zwei Crushed Gelen mal. Da gibt es auch noch ein Crushed irgendwas. Ich weiß es nicht. Das, ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder zumindest gab es das mal. Gesehen habe ich bei anderen. Und ich fand die total interessant mit diesen Partikeln hier. Ich habe schon gesehen, den muss ich hier mal. Da haben sich die Partikelchen wahrscheinlich durch den Versand, weil, was ich halt so schade finde, dass das so im Paket rumfliegt. Naja, jetzt sind Pinsel eh schon total eingemehrt. Der bekommt eine schöne Reinigung. Auch glaube ich nur bei dem so gewesen, beim anderen glaube ich nicht. Ich mache jetzt mal hier hinten. Oh doch, das ist echt cool. Also ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten soll. Ich habe es auf wie, also Bildern gesehen, aber ich wusste nicht so richtig, ne? Aber doch, es sieht echt cool aus. Wenn sich das jetzt so ein bisschen legt. Ich finde das total cool. So,
Pinsel hier ordentlich sauber machen. Und dann nehmen wir das Quatsch. Da ist es nicht ganz so schlimm. Nee, also das hat sich nicht abgesetzt. Ich habe zwar jetzt nur das Rosa. Aber das kam mit Sicherheit durch den Versand. Harmonieren auch sehr schön. Habe ich jetzt hier oben nicht ganz so schön aufgetragen, aber ihr seht, das ist echt cool. Wenn ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen warte, kommen auch hier diese Pünktchen hier, wie oben in dem Nude-Ton, noch mehr raus. Und man sieht das jetzt auch, die kommen jetzt so langsam. Doch sehr coole Farben. Das finde ich echt mega. So, hier kann man ja Gott sei Dank den Unterschied sehen. So. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Bei den nächsten Farben, oh, ich liebe einfach solche Effektfarben. Ne? Ich mache mal erst das Spring Blue. Ich habe mir die, ich habe nur das Tiegelchen aufgemacht, das ist schnell runtergerupft und hab dann angefangen. Den hatte ich aber schon als erstes, deswegen habe ich den schon gesehen. Und fange deswegen auch mal mit dem an. Das habe ich nämlich auch schon in meinem Buch aufgetragen. Und sozusagen schon bereit für die Kunden. Oh, das ist so ein schöner Ton. Warum habe ich den wohl bestellt? Absoluter Winterton. Richtig toll. Ja, ich mache mal hier die blauen jetzt noch dazu. Das ist, Moment, ihr seht mal wieder gar nichts. Viel zu weit vorne. Also, wir haben jetzt hier einmal Spring Blue. Dann haben wir hier Elsa. Und das, was ich unbedingt haben wollte, ist Starlight. Und wirklich, ich, ja, doch, seht ihr, glaube ich, ganz gut. So, mal kurz gucken. Jetzt geht es tatsächlich auf. Ah, ne, den hat man schon. Dann kommen wir jetzt zu Elsa. Elsa deckt sehr gut. Der Pinsel übrigens geht sehr gut. Ich hatte mal vor Jahren, also ich mache das auch schon eine ganze Weile, mal den von, das war eine Kooperation von Lini und ich komme, Nicole Weiß. Die haben einen Pinsel gemacht, der war total gehypt. Ich habe den auch gekauft, aber ich muss ehrlich sagen, so toll fand ich den gar nicht, aber der, doch, blau überlegen, den finde ich echt gut. Schimmert schön. Meine Hand schimmert jetzt auch schön. Und das hier, das ist halt so richtig dunkel. Und es muss ja einen Grund haben, warum es ausverkauft war, ne? Und ich kann ihn gerade direkt vor mir sehen. Wow. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hoho. Mega krass. Echt schön. So, wo wir gerade beim... Nein, wir nehmen erst diese noch und dann machen wir die hier
Also Rosie Secco. Ich tue die mal auf die Seite. Geht ja kein Mensch durch hier. Rosie Secco. Da kommt der Pinsel schon wieder angerollt. Eieiei. Das wäre es jetzt fast wieder gewesen. Leute, macht die Dinger vorsichtig auf. Gerade nach dem Versand. Also die, die ich jetzt schon ein paar Tage hatte, da ist jetzt nichts passiert, ne? Waren jetzt nur die, die ich heute wirklich frisch aufgemacht habe. So, also. Erst den Pinsel reinigen. So, also, Rosie Secco. Man sieht schon, hier geht es ganz schön ab. Ich bin einfach nicht im Bild. Die ist nicht ganz so krass deckend, aber das ist halt auch ein Effektgel. Aber super schön. Super, super schön. So, das Holo Rose habe ich tatsächlich geschafft. Moment, ich muss mal. Einen Schluck trinken. Das Holo Rose habe ich tatsächlich gekauft, weil ständig als Werbung auftaucht bei Facebook. Und ich gedacht habe, mein Gott, wenn ich es kaufe, hört es vielleicht auf. Hat nicht aufgehört. Ich sehe die Werbung immer noch ständig. Da zeigt nämlich Lini, wie extrem deckend diese Farbe ist. Und sie ist wirklich extrem deckend. Also da. Und die ist so. Boah, jetzt will ich hier schon ein bisschen drin gehangen. Die ist wirklich hauchdünn aufgetragen. Wahnsinn. Ja. Gut, die Werbung hört zwar nicht auf, vielleicht kaufe ich noch ein paar von den anderen Holo. Also kommt ja noch Holo Night. Aber es gibt noch ganz viele andere Holo, wenn ich das richtig gesehen habe. So, dann kommt jetzt Extraordinary. Die fand ich total interessant. Bin weder ein Pink noch ein Lila noch so ein extremer Bär-Fan, aber manchmal sehe ich solche Farben und muss die einfach haben. Das ist wie mit Clove von den Shellacken. Aber hier eher so ein. Es ist ein Pink, aber es hat einen ganz leichten Lila-Anteil. Und ja. Wahnsinn. Wir haben auch die Stunde fast voll. Oh Gott. Das lädt wahrscheinlich 3 Tage hoch. Aber ich möchte die Farben wenigstens ordentlich zeigen und nicht nur hier. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, wenn ich Linnis Videos angeguckt habe und ich habe nach Farben geguckt oder ich habe Designs gesehen, die mir gefallen haben, habe dann geguckt, was für Farben sind und so. Und sie hat auch auf Instagram extra so ein Farbgele Highlight oder wie das heißt. Und man sieht aber einfach oftmals die Farben gar nicht. Also sie zeigt zwar die Farben, wie schön die sind, aber nicht den Namen. Und das finde ich leicht kontraproduktiv, weil ich dann nicht weiß, was nehme ich denn jetzt. Aber weiter im Ganzen hier. Jetzt kommt Holo Night. Oh, das ist Firework. Das ist so krass. Und Golden Night. Also ich muss schon sagen, der ist schon sehr ich sag mal einseitig bei mir, wenn ich bestelle. Nude-Töne, Blau, Türkistöne, das ist halt so meins. Grau, bisschen Grün dabei. Ja, 2 Pinktöne. Und ja, so Grau, Silber, Schwarz. Das ist bei mir einfach immer so. So, das Holo. Holot sehr, sehr, sehr. Ich mach mal hier das Licht an der Kamera.
wie das changiert. Ich gehe mal ganz nah ran hier. Oh. Mal verrückt, oder? Mein Gott. Was natürlich bei dem anderen Holo. Ich mach mal einfach einen Deal auf. Reicht ja. So ist. Boah. Gut, dass ich die Video, also das Video, beziehungsweise beide Videos auch in HD hochlade. Ja, oh, das war viel zu viel. Dass ihr das richtig schön erkennen könnt mit den Farben. Nachteil ist natürlich, das wird so lange hochladen. Oh Mann. Oh, das. Schaut mal, das lässt sich auch wunderbar. Das ist nämlich viel zu viel genommen. Wunderbar verblenden. So. Das jetzt auch einfach auf das Game of Thrones oder so drauf. Schon hat man einfach eine Mega-Farbe. Ach, Glitzer ist so toll. Mögt ihr Glitzer? Schreibt mir das mal unten rein. Das möchte ich mal wissen. Ich habe nämlich tatsächlich eine Kundin, die mag überhaupt keinen Glitzer. Gar keins. Nicht mal ein Pünktchen Glitzer. Das finde ich leicht schwierig. Das finde ich echt schwierig, denn ich mag Glitzer so gerne. Man sieht es ja, ne? Selbst der Mathe hat bei mir Glitzer. Oh, wow. Auch das habe ich bei Lenny in irgend. Ach, das hat sie neulich erst gemacht. Dieses Design. Oh, ich war das Winterdesign oder so. Und da hat sie auf dem Schwarz teilweise dieses hier aufgetragen. Nur auf so eine Hälfte und war, glaube ich, das hat noch was gemalt. Und da hat sie das hier aufgetragen und. Wow, ich bin nicht mal ein Goldfan, aber irgendwie hat mich Lini mittlerweile so weit gebracht, dass ich Gold mag. Ich mag zwar Roségold immer noch mehr und bitte, bitte, Lini, such ein paar Farbgele in Roségold. Das Schwarz mit so einem roségoldenen Schimmer. Wie mega wäre das denn? Ernsthaft, jetzt habe ich ja noch meine Farbe hier angemalt mit Schwarz. Ja. Also echt unheimlich schön. Und da kommen jetzt, umso länger ich warte, umso mehr kommen von diesen größeren raus. Und Moment, ich mache mal hier wieder den Blitz aus. Es wackelt kurz. Oh, schön. Ja, das war es jetzt aber auch. Ich mache die mal gleich noch zu. Und dann würde mich tatsächlich mal interessieren, welches Gel oder Gele, es waren ja auch sehr viele, viele können sich bestimmt nicht entscheiden, fandet ihr am schönsten? Würdet ihr das auch ausprobieren? Wie fandet ihr die Rubber Base? Gebt mir einfach mal Feedback oder was habt ihr schon, was wollt ihr unbedingt noch haben? Und vielleicht konnte ich euch ja auch ein bisschen weiterhelfen in der Entscheidung. Vielleicht habt ihr ja ein paar Sachen, wo ihr nicht wusstet, so genau. Nur, nehme ich es nicht. Und ich konnte euch jetzt unterstützen und sagen, hier, das ist es. Genau sowas habe ich gesucht. Ja, also auch die Pinsel, diese kleinen Vierer, sind sehr schön. So, wir haben jetzt gleich die Stunde voll. Oh Gott. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und ich kann wieder ein Video machen und danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Däumchen da und ja, dann sehen wir uns hoffentlich. Tschüss!